Ja, herzlich willkommen, einen schönen guten Abend zu unserer Masterclass zum Thema Ernährung. Und ich darf heute die wunderbare Natascha Zeller bei mir begrüßen oder bei uns begrüßen. Und die Natascha wird gleich uns etwas einführen in das Thema Ernährung, warum wir essen, zum Thema Nährstoffe und so weiter und so fort. Aber bevor wir das tun, möchte ich euch Natascha vielleicht mal ein bisschen vorstellen. Wir kennen uns schon lange. Also ich weiß gar nicht, wie lange. Natascha, weißt du es? Schon ein paar Jährchen? Ich glaube so 10, 12 Jahre. Oh mein Gott. Face Reading Kurs. Genau, also Natascha war mal bei mir auf Face Reading und dann haben wir immer die Verbindung irgendwie gehalten und wir haben uns dann beide auch super schön weiterentwickelt und unsere Wege haben sich immer und immer wieder gekreuzt und das letzte Zusammensein, das war ganz, ganz spontan vor 2 Jahren, als der Lockdown kam, konnten wir ja nirgendwo hin, ich bin den Winter immer weg und Natascha hat mir gesagt, sie sei in Sansibar. Und dann habe ich gesagt, Sansibar, Sansibar. Und dann haben 2 andere Freundinnen noch gesagt, wir fliegen nach Sansibar. Und dann bin ich auch nach Sansibar geflogen. Und dann haben wir da ein paar Wochen zusammen verbracht und haben zusammen gelebt. Was, Natascha, fasziniert dich am Thema Ernährung? Wie lange befasst du dich schon damit? Also so bewusst damit befassen tue ich mich seit, glaube ich, etwa 4 Jahren. Aber ich bin seit 23 Jahren oder so Vegetarierin. Oh, da habe ich mich wow. überhaupt nicht mit dem Essen auseinandergesetzt. Also ich habe mich bis vor 8, 9 Jahren ziemlich scheiße ernährt mit Mikrowellenfood und viel Schokolade und einfach, also ich hatte einfach keine Ahnung. Und dann habe ich mich von einer Sekunde auf die andere vor 8 Jahren entschieden, vegan zu essen. Und dann musste ich mich mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen. Ja, weil ich wusste nicht, was Hefe ist. Also ich musste googeln, ist Hefe vegan? Ich hatte keine Ahnung. Und ja, dann habe ich mich das erste Mal ein bisschen damit auseinandergesetzt und das erste Mal die krasse Vielfalt entdeckt, von was die pflanzliche Ernährung bietet. Und dann war ich reisen. Ich bin seit etwa 5 Jahren jetzt unterwegs und dann war ich in Vietnam mit dem Motorrad unterwegs, mehrheitlich im Inland und da gab es eigentlich nichts außer weißen Reis, frittierten Tofu und immer das gleiche verkochte Gemüse. Und dann dachte ich, shit, ich glaube, das ist nicht gesund. Ich glaube, irgendwo muss der Körper ja auch nicht Benzin, wie sagt man? Nährstoffe oder? Genau, bekommen. Und dann habe ich die vegane Ernährungsberater-Ausbildung begonnen, einfach damit ich ein bisschen was vom Essen verstehe. Und dann dachte ich so, krass, was man da alles lernt, was dass es da alles gibt und wie der Körper funktioniert und wie das alles zusammenspielt. Ja, und dann wurde ich auch immer gesünder, kam immer mehr ins Essen und heute, oh, ich liebe Essen, aber gutes Essen. Das ist so. Also Natascha war immer am Essen und das ist stundenlang, hat sie das mit einer Liebe, mit einer Hingabe gemacht. Das war immer total faszinierend. Ja. Du hast gesagt, du bist schon über 20 Jahre Vegetarier. Du warst ja dann noch ganz jung, du warst Teenager, oder? Als du das entschieden hast, oder? Oder ja, siehst du so jung aus? Nee, ich war 13 und in der Kochschule habe ich entschieden, dass ich keine Tiere mehr esse. Ich wusste gar nicht, dass es den Begriff Vegetarier gibt oder dass es noch andere Menschen gibt, die so irgendwas machen wie ich. Genau. Okay, die Internetverbindung ist instabil. Ich hoffe, das hängt nicht an mir. Okay, gut. Ich würde sagen, Natascha, wir legen einfach mal los. Ihr habt nachher die Möglichkeit, also schreibt alle Fragen direkt in den Chat. Und nachher, wenn Natascha fertig ist mit dem Vortrag, dann gehen wir die Fragen durch und dann beantworten wir alles, was zu beantworten ist. Dann leg los, Natascha. Okay. Sehr gern. Ich teile gerade meinen Screen. Könnt ihr ihn sehen? Okay. Ja, dann auch von meiner Seite noch herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich mit euch, bei euch ein bisschen über Ernährung und Gesundheit sprechen kann. Ich habe dieser nächsten Stunde den Namen Die Reise des Brokkolis gegeben, einfach damit wir uns da ein bisschen schon damit verbinden können und auch, weil Brokkoli mein Lieblingsgemüse ist. Ja,
Wir werden heute hauptsächlich über die folgenden fünf Fragen sprechen. Woher kommt das, was bei uns auf dem Teller landet? Warum essen wir? Was geschieht in unserem Körper, wenn wir essen? Worauf können wir achten, um uns optimal zu unterstützen und unseren Körper? Und welchen Einfluss haben Lebensmittel auf unser Wohlbefinden? Ja, und Tatjana hat mich schon ein bisschen vorgestellt. Ich möchte euch gerne noch ein paar Zusatzinformationen zu mir geben. Ja, ich bin Natascha, ich bin Schweizerin und 36 Jahre alt. Ich bin eine kreative Rebellin und Weltentdeckerin. Ich bin herzorientiert, lebensfroh und sehr vielfältig unterwegs. Wie gesagt, vegan und sehr glücklich damit. Ich bin sehr neugierig, kritisch und praktisch veranlagt. Das Praktische ist auch wichtig für euch. Wenn ich über Ernährung und so rede, dann bin ich da überhaupt nicht in der Wissenschaft und in den Details und finde überhaupt keinen Spaß daran, irgendwelche detaillierte Nährstofflisten zu erstellen, weil ich finde, das Leben ist hier, um gelebt zu werden. Und das Essen darf auch Spaß machen und sollte sich genauso leicht anfühlen wie alles andere im Leben. Und für mich fühlt es sich nicht leicht an, wenn ich mich im Detail verlieren muss. Genau. Und ich bin Coach und Mentorin für innere Freiheit. Ja, ich bin seit 5 Jahren ungefähr auf Reisen. Ich habe seit 5 Jahren kein Zuhause mehr und hatte vorher ganz ein normales Leben. Ich habe irgendwann eine kaufmännische Ausbildung gemacht, habe dann im Teilzeitstudium Wirtschaft studiert und hatte einen guten Job, wie man so sagt. Aber es hat sich eigentlich nie wirklich richtig angefühlt. Und ich habe ja Tatjana bei einem Face-Reading-Kurs kennengelernt vor über 10 Jahren. Und das war ganz spannend, weil ich war da so richtig im System unterwegs. Und sie hat mich dann analysiert und unter anderem gesagt, dass ich mit Menschen arbeite und dass ich emotional bin. Und das Emotionale habe ich mich geschämt. Und mit Menschen dachte ich, nee, man braucht doch, so, ich habe im Finanzbereich gearbeitet, man braucht doch Geld und Status und Papier und so. Ja, das war dann so der erste Schubser in mein Leben nach diesem Face-Reading-Kurs, weil ich mich dann halt einfach fragen musste, ja, puh, erstens, wer bin ich? Andere sehen anscheinend mehr in mir. Und will ich mich weiterhin verstecken oder will ich mich endlich kennenlernen? Und dann ging halt eine krasse Reise los. Genau, und dann bin ich vor 5 Jahren mit dem Rucksack los, wollte eigentlich einfach nur ein bisschen reisen. Und dann ist mir aber ziemlich schnell langweilig geworden. Ich habe dann einen Reiseblog gestartet. Irgendwann habe ich einen Online-Kongress gemacht, einen Podcast gestartet, habe dann eben online und unterwegs die vegane Ernährungsberater-Ausbildung gemacht. Könnt ihr mich hören? Es war gerade so komisch groß. Ich sag mal einfach eins, macht mal alle euer Mikro aus. Ja, genau. Danke. Genau, und dann habe ich noch eine Coaching-Ausbildung gemacht und das ganze letzte Jahr war in der Ausbildung und das hat immer alles so spirituellen und Coaching-Bereich und das bedeutet für mich auch immer unendlich viel Wachstum, weil das nicht einfach nur Kopfschüttern ist wie früher, sondern es hat immer so ganzheitlich. Genau, und das Neueste, was ich gemacht habe, ist, oder wenn ich dran bin, ist eine Delta-Cure-Ausbildung, das ist Energiearbeit und es ist einfach mega, weil das wirklich alles mit Leichtigkeit geht. Genau, ja, so ein bisschen was zu mir. Ja, dann lasst uns starten mit dem Brokkoli. Für mich ist das immer ganz spannend, weil ich bin ein Schweizer Supermarktkind und ich weiß sehr oft nicht wirklich oder ja, wusste sehr oft überhaupt nicht, wo die Lebensmittel herkommen. Und mir hat es geholfen, dass man wirklich immer wieder mir vorzustellen, ich kaufe den Brokkoli im Supermarkt, also ein Brokkoli oder halt jedes andere Lebensmittel, aber was steckt genau dahinter? Das kann man sich bei Gummibärchen, bei Chips, bei Schokolade oder eben auch ganz einfach bei Früchten und Gemüsen immer wieder fragen. Weil irgendwann gibt es einen Samen, ja wie so beim Greenie auch, und der wird in die Erde gepflanzt. Also es braucht einen Nährboden. Es braucht Pflege und irgendwann entsteht dann oder wächst dieser Samen. Und durch die ganze Pflege, durch den ganzen Nährboden kommen dann auch Nährstoffe in
in das Lebensmittel. Und dann wird es natürlich bewässert und, und. Und irgendwann kann man den Brokkoli ernten. Und ich glaube, vor allem bei uns jüngeren Generationen ist das sehr oft nicht so klar oder vielleicht auch bei den Eltern, Älteren nicht, weil man einfach in den Supermarkt gehen kann und alles kaufen kann. Und ich finde, wenn ich mir bewusst bin, woher das Lebensmittel kommt, wie es zu dem wird, was es wird, wie ein Baby zum Mensch, dann habe ich eine ganz andere Verbindung zum Lebensmittel. Und ja, ich werde einfach dem Essen bewusster, meiner Ernährung bewusster und dem, was ich auf dem Teller habe. Genau. Und in dem Zusammenhang ist mir auch immer ganz wichtig, weil die Problematik Avocado ist sehr vielen Menschen nicht bewusst. Vor allem im Westen sprechen wir immer von Superfoods und wir denken, wir müssen alle möglichen Superfoods essen, möglichst mehrmals täglich, damit wir überhaupt gesund sein können. Und die Superfoods, die sogenannten Superfoods, wir haben auch heimische Superfoods, die kommen sehr oft aus fernen Ländern. Und zum Beispiel Avocado ist ein Riesenhype seit ein paar Jahren. Und ja, Avocado ist lecker und Avocado ist sehr gesund. Aber wie immer finde ich, wir dürfen oder wir sollten auch die ganze Information hinter einem Produkt haben. Also die Herstellung, was für Problematiken entstehen und, und. Und bei Avocado ist zum Beispiel ein Riesenproblem, weil im Westen so ein Hype ist, dass es Großplantagen noch und nöcher gibt in armen Ländern. Und das ist sehr oft, zum Beispiel Mexiko ist ein gutes Beispiel. In Mexiko wurde aufgrund der hohen Nachfrage zum Großexporteur von Avocados. Und das hat natürlich unter anderem zu illegalen Rodungen von Land geführt, damit man einfach mehr anbauen kann. Und das passiert leider nicht nur bei Avocados, sondern sehr oft, weil das halt dann einfach lukrativ ist und Geld gibt. Und durch die illegalen Rodungen wird Land zerstört, wird Tieren Lebensraum genommen. Durch die ganzen Monokulturen gibt es Insektensterben und es wird viel Pestizid und Dünger verwendet, was dann irgendwann ins Grundwasser und ins Trinkwasser fließt und einfach nicht gesund ist. Und Avocado braucht auch unglaublich viel Wasser. Für ein Kilo Avocado braucht es 1000 Liter Wasser. Das ist achtmal mehr als für Kartoffeln. Und weil diese Avocado eine tropische Frucht ist, wächst sie eh da, wo es auch eher wärmer ist. Also es braucht super viel Wasser in Regionen, wo sie meistens eh nicht genügend Wasser haben. Ja, und dann natürlich die CO2-Bilanz. Eben, es kommt nicht aus Italien, sondern meistens werden sie von irgendwoher hingeflogen. Es braucht Kühlmaschinen und es braucht einfach, es ist einfach nicht so gesund für die CO2-Bilanz. Und auch in Mexiko gibt es Avocado-Mafias, weil das einfach wirklich ein lukratives Geschäft ist. Und die Avocados werden da Blutdiamanten Mexikos genannt. Also, ja, ich finde, wie bei allem, man sollte sich nichts verbieten, aber manchmal verändert sich einfach die Perspektive oder auch das Verhalten, wenn man anderes Wissen hat, das vielleicht dann ethisch mit einem nicht oder mit den eigenen Werten nicht mehr übereinstimmt. Ich will jetzt niemandem die Avocados verbieten und auch kein schlechtes Gewissen machen, aber ich bin immer sehr dankbar, wenn ich Infos kriege, die ich noch nicht hatte und mir so ein größeres Bild verschaffen kann. Genau. Ja, dann roh oder gekocht. Seit ich richtig leckere roh vegane Küche kennengelernt habe, ziehe ich roh allem vor. Also rohe Cakes, rohe Pizza, rohe Falafel und Soßen und Dips und alles und Gemüse. Also da bin ich, das ist mein Himmel. Roh vegan ist mein Paradies. Und ja, roh hat natürlich auch einen Vorteil, dass in den Lebensmitteln noch viel mehr Nährstoffe drin sind. Denn die meisten Lebensmittel müssen nicht gekocht werden. Und sobald eine Erhitzung von über 42 Grad stattfindet, nimmt die Nährstoffmenge ab in einem Lebensmittel. Und wenn wir wissen,
dass unsere Böden schon nicht mehr so viele Nährstoffe hergeben, also sind denn zum Beispiel jetzt im Brokkoli gar nicht mehr so viele Nährstoffe drin hat, wie noch vor 100 Jahren oder so, und wir dann den Brokkoli noch erhitzen, dann verstehen wir vielleicht manchmal auch, warum wir das Gefühl haben, wir werden nicht satt vom Gemüse, weil wir einfach riesige Mengen essen müssen, weil eben die Nährstoffe nicht mehr so da sind. Und das finde ich immer ganz spannend, wenn ich mir eine Salatschüssel mache, dann ist das so eine richtige Schüssel und dann esse ich da auch eine halbe Stunde dran, weil bei rohen Lebensmitteln kaut man ja auch viel eher, weil man sich einfach hart runterschlucken kann. Das ist auch noch ein Vorteil von der Rohkost. Und es sättigt, weil die Nährstoffe uns satt machen. Also ich bin nach einer Salatschüssel, vielleicht noch mit ein bisschen Tofu und vielen Kräutern, also ja, da bin ich satt. Und zwar wirklich für ein paar Stunden. Ja, ich will gar nicht zu fest da auf rohvegan oder so eingehen, aber falls irgendjemand Interesse hat an rohveganer Ernährung oder vielleicht jetzt ein bisschen neugierig ist, gibt es eine gute Webseite. Ich stelle die später, wenn ich daran denke, noch in den Chat. Die heißt www.deine-ernährung.de und die sind wirklich cool. Also von einfach bis schwierigere Rezepte gibt es alles und ich finde es mega lecker. Und für die Schweizer oder auch die Deutschen gibt es noch den Urs Hochstrasser, der ist eine Koryphäe in diesem Bereich, ist auch schon auch ein Schweizer. Und wer im Raum Zürich ist, da gibt es die Vegelateria, da gibt es roh veganes Glasse oder einfach auch nur veganes und richtig leckeres Essen mit Bioqualität und Sojana-Produkten, eine Schweizer Firma. Genau, das könnte ich euch noch so empfehlen. Ja. Dann, was sind denn überhaupt Nährstoffe? Weil man hört da immer und ist gesund und soll man, und aber was sind denn Nährstoffe? Also die Nährstoffe sind zum Beispiel die Kohlenhydrate, die Fette, die Eiweiße, also Proteine oder Aminosäuren. Aminosäuren sind die kleinsten Einheiten von Proteinen, Mineralstoffe, Vitamine oder sekundäre Pflanzenstoffe. Und das sind alles Nährstoffe, die uns nähren und die sich in einem Lebensmittel, also in einer Frucht zum Beispiel, in Hülsenfrüchten oder in Gemüse befinden. Also in jedem Lebensmittel, in jedem Produkt hat es Nährstoffe drin. Nicht von allem gleich viel, aber das eine oder andere gibt es überall. Dann warum ist es wichtig zu essen oder was passiert mit dem, was wir essen? Wir verdauen und durch den Stoffwechsel kommen dann die Nährstoffe in die Blutbahn bis zu den Zellen. Aber eins nach dem anderen. Also es ist natürlich ein Unterschied, ob wir eine Cola trinken oder viel Zucker zu uns nehmen, Kuchen essen, wie wir hier auf dem linken Bild sehen, oder ob wir irgendwelche frische Lebensmittel zu uns nehmen, weniger verarbeitete Lebensmittel, weil da einfach noch mehr Nährstoffe drin sind. Und ich möchte mal kurz mit euch die Verdauung durchgehen. Also wer mag, darf mal kurz die Augen schließen und sich vorstellen, dass ihr ein Stück roher Brokkoli in den Mund nehmt. Falls ihr Brokkoli nicht mögt, könnt ihr auch eine Banane nehmen oder eine Erdbeere, nicht, dass es euch da schlecht wird. Und dann stellt ihr euch vor, dass ihr diesen Brokkoli in den Mund nehmt. Und im Mund beginnt bereits der erste Verdauungsvorgang durch den Speichel. Im Speichel hat es Enzyme, die die Verdauung und die Aufspaltung bereits starten. Dann zerkaut ihr den Brokkoli, das Stück, bis es richtig einen kleinen Brei gibt, der gut runtergeschluckt werden kann. Und dann stellt ihr euch vor, wie vom Speichel ummantelt dieses zerkaute Stück Brokkoli den Weg durch die Speiseröhre bis in den Magen findet. Und dieser Vorgang dauert so plus minus 10 Sekunden. Und dann kommt er im Magen an. Und im Magen kommt der Magensaft dazu. Das heißt, das Stück Brokkoli wird mit dem Magensaft vermischt. Und ab da startet dann eigentlich der
der richtige Vorgang im Magen, im Dünndarm und im Dickdarm. Da werden an verschiedenen Stellen die einzelnen Teile aufgebrochen, die einzelnen Nährstoffe rausgelöst und dann in die Blutbahn gegeben und durch das Blut im Körper zu allen Zellen transportiert. Und die einen Zellen brauchen mehr von dem, die anderen mehr von dem. Also der Körper weiß dann ganz genau, was er damit macht. Und dürfen die Augen geschlossen haben, die Augen gerne wieder aufmachen. Dann gibt es nämlich hier noch ein Bild von der Verdauung. Also das Stück Brokkoli kam dann so runter in den Magen, dann in den Dünndarm, da richtig durchgedrückt, gestoßen und dann im Dickdarm passieren noch die letzten Prozesse und alles, was nicht verwertet werden konnte, das wird dann wieder ausgeschieden. Und mir hat das auch geholfen, als ich verstanden habe, was in unserem Körper abgeht, weil unser Körper ist ein Wunderwerk. Und wenn ich das, was hinten rauskommt, eklig finde, dann kann ich mich ja mal fragen, was ich dann oben reingegeben habe, dass das, was rauskommt, eklig ist. Und wenn ich Freude habe an dem, was ich esse, wenn ich das Essen richtig feiere und genieße und realisiere, dass ich meinem Körper was Gutes tue, dann bin ich dankbar, dass die Verdauung funktioniert und dass am Ende wieder rauskommt, was halt einfach nicht verwertet oder nicht mehr gebraucht wird. Und ja, deshalb finde ich Scheiße eigentlich gar nicht so scheiße, sondern freue mich, wenn es da läuft. Also nicht läuft, sondern einfach funktioniert. Genau, ja. So viel zum Thema Verdauung und Stoffwechsel. Ja, und dann gibt es ja verschiedene Gifte, denen wir ausgesetzt sind. Ob das jetzt irgendwelche Pestiziden sind oder Luftverschmutzung oder andere Verschmutzung im Wasser. Da gibt es ja einige Verschmutzungsfaktoren oder auch das Rauchen, Zigarettenrauch. Das heißt natürlich, dass der Körper das aufnimmt und ein gesunder Körper, das heißt ein Körper, der optimal funktionieren kann, der also vorne an der Kette optimal mit den richtigen Nährstoffen versorgt wird, der kann so funktionieren und uns schützen vor den ganzen Giften. Also er kann die abbauen. Aber damit er uns schützen kann, braucht er halt dann entsprechende Nährstoffe. Also der braucht halt irgendwie fehlt mir das Wort, wie das Benzin beim Auto. Braucht halt den Brennstoff, um richtig arbeiten zu können. Und zum Beispiel bei einer Zigarette, wenn ich eine Zigarette rauche, dann verbraucht der Körper 30 Milligramm Vitamin C. Und als ich das gehört habe, habe ich noch ab und zu ein bisschen viel geraucht, zum Beispiel wenn ich im Club war oder so. Und dann dachte ich so, ja gut, wenn ich das jetzt weiß, dann bin ich morgens um 4 Uhr heimgekommen und habe 1000 Mikrogramm Vitamin C reingehauen. Aber ich dachte, ja gut, dann gleicht sich das ja so ein bisschen aus. So habe ich mein schlechtes Gewissen, dass ich meinem Körper Zigaretten zugemutet habe, ein bisschen ausgeglichen. Natürlich nicht so die Idee, aber vielleicht bleibt euch mit diesem Beispiel, wenn ihr das nächste Mal irgendetwas Giftigeres zu euch nehmt. Ja, was hat das jetzt alles mit dem Greenie zu tun? Natürlich ganz viel, weil der Greenie, wie die meisten wahrscheinlich schon wissen, der bringt uns sauberes Essen mit vielen Nährstoffen, der bringt uns frische Lebensmittel, die wir zu Hause nebenan anbauen können. Er bringt uns sauberes Wasser, Trinkwasser, das unsere Zellen und unser Körper optimal versorgt. Und der Greenie Air, ja auch die saubere Luft. Und das sind ja wirklich die drei wichtigsten Dinge, um gesund zu bleiben. Das gesunde Gesamtpaket. Und es wird ja beim Greenie immer wieder von der Nährstoffdichte geredet. Also oder es wird erzählt oder gesagt, dass es mehr Nährstoffe in den Lebensmitteln, die im Greenie wachsen, gibt als im Handel. Und dann kann man sich ja fragen, was ist, wenn ein Lebensmittel wieder die ursprüngliche Anzahl von Nährstoffen enthält, dann brauche ich vielleicht nicht mehr so eine Schüssel Salat. Dann bin ich vielleicht mit viel weniger satt. Und dann
weil es ja so frisch ist, schmeckt es auch anders. Also es ist ja auch, wenn man irgendeine Avocado aus Peru bestellt, dann hat die einen anderen Geschmack, weder wenn ich die wirklich vor Ort esse. Und das ist ja mit allen Lebensmitteln so. Also es könnte auch sein, dass man dann plötzlich viel mehr Freude hat an jeder Mahlzeit, an frischen Lebensmitteln, dass die vielleicht auch wieder mehr Geschmack haben. Weil oft sagen Leute, ja, aber so rohes Zeugs, das hat ja keinen Geschmack. Und ich finde doch, aber ich bin es mir halt auch schon gewohnt. Und das ist auch, je nachdem, wie viel Zucker, Fett und Salz man isst oder wie viele Gewürze man zu sich nimmt oder wie gesund man isst, desto schärfer, sage ich mal, sind die Geschmacksnerven auf der Zunge. Und sehr oft rede ich mit Menschen, die viel Fleisch essen, viel Fett und Salz zu sich nehmen und die denken dann so, mein Essen schmeckt nach nichts. Und ich denke so, das ist doch eine geile Geschmacksexplosion. Also auch da, wenn man sich gesünder ernährt, dann kann es auch passieren, dass einem Lebensmittel plötzlich viel besser schmecken oder dass man einfach auch das einzelne Lebensmittel dann mal so richtig rausschmeckt, dass man weiß, ah, so hier zum Beispiel der Federkohl riecht so oder eine Karotte riecht so oder schmeckt so. Ja, also das könnte ganz spannend werden, wenn wir da wieder Lebensmittel haben, die uns richtig mit Nährstoffen versorgen. Und das ist ja, was der Greenie unter anderem auch ausmacht, dass es einfach wieder Lebensmittel gefüllt mit Nährstoffen gibt. Ihr kennt vielleicht diese Tabelle, wo die Vergleiche dargestellt sind von unterschiedlichen Lebensmitteln im Handel und vom Greenie. Dass da wirklich einiges mehr an Nährstoffen vorhanden ist. Und falls sich irgendjemand für Nährstoffe ein bisschen detaillierter oder tiefer interessiert, ich habe einen Nährstoffguide erstellt, der umfasst die potenziell kritischen Nährstoffe bei einer veganen Ernährung. Aber die sind natürlich nicht nur für eine vegane Ernährung wichtig oder interessant, sondern für alle. Aber weil ich halt aus der veganen Ernährung komme, ist das natürlich auf die vegane Ernährung spezialisiert. Und der Guide, der enthält diese Nährstoffe, eine kurze Übersicht über die Funktion, über Vorkommen, über wie man sie messen kann, was wichtig ist, was man beachten soll, Rezeptideen und. Genau. Ja, und das ist auch immer ganz spannend. Der Einfluss auf unser Wohlbefinden. Weil Ernährung, also die meisten von uns essen mindestens dreimal am Tag und meistens passiert das sehr unbewusst. Es ist einfach etwas, was wir tun müssen, um zu funktionieren über den ganzen Tag. Und vielleicht wisst ihr, dass die Haupttodesursachen bei uns im Westen Herz-Kreislauf, Krebs und Diabeteserkrankungen sind. Und zu einem großen Teil können diese Erkrankungen auf eine nicht optimale Ernährung zurückgeführt werden. Genau. Und wenn wir das wissen, ich glaube, jeder kennt Menschen, die an Herzinfarkt, an Krebs oder Diabetes leiden oder gestorben sind. Und mich macht das manchmal ein bisschen wütend, weil wir nie lernen, was Ernährung wirklich für einen Impact hat und wie wichtig es ist. Es wird uns einfach so als nebenbei verkauft. Es wird uns verkauft, hier geht es schnell, Fast Food und einfach und Mikrowellenfood und. Möglichst fertig produzierte Menüs. Und ja, mit den ganzen Geschmacksverstärkern sind die dann wahrscheinlich sogar auch lecker. Habe ich früher ja auch gegessen. Aber was wirklich dahinter steckt, das wissen wir einfach nicht. Und dann gibt es eben einen wirklich großen Unterschied, je nachdem, was wir essen. Ob wir uns so wie dieser Herr fühlen, so einfach fit und wie ein Kind, richtig aktiv, oder ob wir uns eher auf die Couch setzen und denken, oh, was sollen wir uns jetzt noch anschauen, oh, ich muss verdauen, und uns einfach richtig schwer und nicht so fit fühlen. Und ja, das spielt für mich, irgendwann habe ich mal begonnen, bewusster zu essen. Und das ist wirklich spannend, weil wenn ich schon bewusst zubereite, wenn ich mich
mit den Lebensmitteln, wenn ich die in den Händen habe und selber schneide und wasche und mich mit denen schon verbinde bei der Zubereitung, dann habe ich auch ganz ein anderes Gefühl, wenn ich es anrichte und wenn ich es esse. Und dann spüre ich einfach diese Verbindung und dieses frische Essen. Und für mich ist es auch wirklich ein Unterschied, ob ich irgendeinen Wrap mit gekochtem Inhalt irgendwo im Restaurant esse oder ob ich mir irgendwas zu Hause selber zubereite und es einfach noch frischer ist. Und ich habe auch gelernt, immer mehr auf meine Intuition zu hören. Also ich koche nicht einfach, weil ich jetzt denke, ich muss irgendwie das und das kochen, sondern ich koche auch nicht nach Menüs. Ich mache den Kühlschrank auf oder schaue, was ich da habe und dann lasse ich mich wie zu den Lebensmitteln führen. Also ich koche nicht mit Kopf, nicht mehr, wie so vieles im Leben. Rutscht ins Herz. Ja, und ich esse auch praktisch keinen Zucker, wenig Fett und wenig Salz. Was für viele Menschen dann auch so komisch, wie kannst du, das schmeckt dann nach nichts. Aber ich habe auch da gemerkt, es gibt einen riesen Unterschied vom Körpergefühl und auch vom seelischen Gefühl irgendwo. Wenn ich was esse, das für mich wie zugemüllt ist mit Zucker und Salz und Fett. Oder wenn es einfach frisch ist. Das gibt mir wirklich auf allen Ebenen ein ganz anderes Gefühl. Und falls jemand noch nicht so vertraut ist mit bewusstem Essen, vielleicht möchtet ihr euch mal Zeit nehmen und wirklich euer das Leben, vielleicht wenn ihr es selber anrichtet, schon von Anfang an, durch jeden Schritt bewusst gehen. Also durch das Anrichten, durch das Anschauen oder Bedanken vor dem Essen, dann durch das Essen und dann wirklich auch bewusst, vielleicht langsamer essen und kauen und fühlen, wie fühlt sich das im Körper an. Und vielleicht auch mit unterschiedlichen Sachen. Wie fühlt es sich an, wenn ich ein Bierchenmüsli esse? Oder wie fühlt es sich an, wenn ich ein Steak esse? Oder einen Burger oder einen frischen Salat oder einen Smoothie trinke oder ein Glas Wein? Also da kann man ganz viel experimentieren und wirklich auch das Bewusstsein ein bisschen schärfen im Bereich Lebensmittel. Genau. Ja. Ja, und dann gibt es eben auch den berühmten Unterschied. Fühle ich mich voll oder fühle ich mich satt? Und für mich ist, wenn ich mich satt fühle, dann fühle ich mich so wie die Frau links. Dann bin ich einfach ready, um zu rennen, um aktiv zu sein. Und wenn ich mich voll fühle, dann fühle ich mich etwa so wie der Mann da auf dem Tisch und denke so, boah, nee, das war jetzt zu viel oder zu schwer oder fühlt sich einfach nicht so gut an. Und vielleicht möchte ich euch mal vorstellen, wie ihr euch fühlt, nachdem ihr einen Fruchtsalat gegessen habt. Wie fühlt sich euer Körper an? Vielleicht auch euer Kopf oder euer Gehirn oder alles, was ihr sonst so wahrnehmt nach einem Fruchtsalat. Fühlt sich das eher leicht an, eher schwer, gut oder irgendwie so... Wie fühlt ihr euch nach einem Fondue-Abend? Wenn man da so richtig da sitzt, der Bauch voll ist und vielleicht sogar noch einen Schnaps nachleeren muss, damit die Verdauung angeregt wird oder dass man es nicht so spürt. Wie fühlt sich das an? So richtig leicht und ready, um Sport zu machen? Oder vielleicht auch eher wie das rechte Bild? Dann auch nach einem Burger bei McDonald's. Wie lange ist man da voll? Oder ist man da auch satt? Und das ist nämlich ganz spannend, weil unser Körper hat, also im Verdauungstrakt gibt es zwei Rezeptoren. Der eine gibt dem Gehirn Bescheid, wenn der Magen voll ist. Sagt, okay, es reicht, hat keinen Platz mehr, wir sind voll. Und der andere gibt an, wenn man satt ist. Und das, vielleicht kennt ihr das, ihr isst irgendwas und dann denkt ihr, boah, ja, ich bin voll. Und nach einer Stunde habt ihr schon wieder Hunger. Und das ist meistens der Fall, wenn zu wenig Nährstoffe zugeführt werden, weil der Körper, wie wir gesehen haben, die Zellen, der ganze Organismus, um richtig funktionieren zu können, braucht Nährstoffe. Und wenn da eben zu wenig kommt und wir uns nur füllen, dann gibt der Körper dann das Signal ans Hirn, sagt, hey, wir brauchen Nachschub, wir brauchen Essen.
Und dann greifen wir oft irgendwie zu Schokolade oder zu eher ungesünderem, weil wir ja schon gegessen haben. Und dann gibt es einen Snack. Und es gibt auch gesunde Snacks. Das ist auch gut. Aber wenn das öfter vorkommt, kann man sich auch mal fragen, okay, was habe ich gegessen und was hat vielleicht in der Mahlzeit gefehlt? Wie kann ich das ergänzen, dass ich nicht schon nach einer Stunde wieder Hunger habe? Und ja, je bewusster man da in Kontakt mit sich selber, mit dem Körper ist und mit den Lebensmitteln und eben auch das Wissen hat, desto einfacher kann man sich da so ein bisschen durch die gesunde Ernährung jonglieren. Ja, das wär's von meiner Seite. Ich würde dir gerne Fragen stellen, falls Fragen sind. Oh, ich glaube, ich habe eine Frage gesehen im Chat. Ja, also ich mach mal euer Mikro aus. Ich glaube, das ist schon durch. wo hast du deine Ausbildung zur Ernährungsberaterin? Das war bei Ecodemy, das ist eine deutsche Fernschule. Wie lange ging die Ausbildung? Das ist unabhängig, also das kann man sich selber einteilen. Ich hatte aber, glaube ich, etwa 1,5 Jahre gebraucht. Genau. Und ich schicke euch noch die Webseite mit den Rezepten. Was machst du mit der Ausbildung? Wie arbeitest du jetzt, wenn du dieses Wissen hast? Also primär für mich ist das natürlich ganz hilfreich. Aber ich begleite auch Menschen, die sich gesünder ernähren wollen oder die einen Einstieg in eine vegane Ernährung vielleicht nicht so einfach finden oder einfach keine Zeit haben, um sich da noch um alles zu kümmern. Oder die vielleicht gar nicht wissen, wo überhaupt anfangen. Ich begleite auch quasi Einkaufstouren. Also ja, alles, was da irgendwie an Unterstützung gefragt ist, für eine einfache, gesunde und leckere vegane Ernährung, unterstütze ich mit all meinem Wissen und Erfahrungen, die ich habe. Genau. Du bist ja auch in der Krini-Familie. Ich weiß, ich habe mit dir gesprochen, kurz bevor ich nach Bolivien. In Chile war ich gelandet und da haben wir zusammen geredet. Und dann hast du dich für den Krini entschieden. Das weiß ich noch, weil ich saß wie Tom Hanks auf dem Flughafen und hatte 24 Stunden Stopover und habe dann die Zeit mit tollen Menschen verbracht, indem ich über den Krini erzählt habe. Was hat dich damals überzeugt? Ja, eigentlich alles. Also eben, dass er halt das lokal ist, dass es Ursamen sind, dass es Demeter-Qualität ist, der Wasserfilter. Ich habe noch nie von einem Greenie gegessen, aber ich kann mir echt vorstellen, also wenn ich nur schon daran denke oder das sehe, dann läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Weil es gibt ja auch auf Märkten oder in unterschiedlichen Ländern, ich reise so viel, dann nehme ich auch die unterschiedlichen Geschmäcker wahr. Und es ist einfach was anderes, wenn das frisch aus dem Garten quasi ist oder vom Bauer nebenan oder ob es einfach frisch ist, aber noch ein paar Tage, Wochen gelagert und dann noch gespritzt und mit Gas haltbar gemacht und so weiter. Ja, ich finde, das merkt man schon beim Essen und auch im Körper. Ja, und das ist natürlich beim Greenie, das gibt es eigentlich bombastisch, gibt es gar nicht wirklich ein Wort, weil da auf alles geachtet wird. Und ja, und das ist kein Plastik. Ich war am Anfang ein bisschen abgeschreckt, weil ich dachte, das ist ein Plastikgehäuse. Aber da hast du mich dann schnell beruhigt. Das ist schön. Du bist ja jetzt seit 5 Jahren unterwegs. Also du hast ja kein Zuhause im klassischen Sinne, sondern du reist einfach rum. Ist diese Lebensmittelfrage, das, was du jetzt erklärt hast, mit den Krankheiten und mit den Nährstoffen, siehst du das überall in der Welt oder gibt es Länder, wo die Ernährung noch sehr, wie soll ich sagen, ursprünglich ist? Das ist eine gute Frage, weil in vielen Ländern hat es natürlich andere Probleme. Was mir aber oft auffällt, ist halt einfach, es gibt
die Leute ernähren sich eher regional und saisonal. Es hat halt einfach, was es hat. Zum Beispiel, ich weiß noch, 2017 war ich im Iran und dann wollte ich irgendwie einen Brokkoli. Und ich habe aber nirgends Brokkoli gefunden. Und dann dachte ich so, hä, warum habt ihr keinen Brokkoli? Hat mich so genervt, weil ich Brokkoli wollte. Und dann sagt mein Freund, ja, vielleicht ist nicht Saison. Und ich so, was meinst du mit Saison? Und ich so, hä? Weil in der Schweiz hast du einfach immer alles im Supermarkt. Und dann habe ich verstanden, wirklich in den meisten Ländern, ich meine, wenn man irgendwie in den westlichen Supermarkt geht, dann findet man dann schon exotische Früchte und Gemüse. Aber wenn man einfach so auf dem Markt ist oder da beim Shop, beim kleinen Stand ums Eck kauft, dann gibt es einfach das, was es gibt. Und ja, das ist aber auch immer lecker. Da kaufst du nicht eine Papaya ohne Geschmack oder eine Mango ohne Geschmack oder irgendeinen Apfel, der nach nichts schmeckt. Also ja, und aber was ich halt sehe, und das ist ein Riesenproblem, ist, ganz viele Menschen auf der Welt werden einfach dicker, immer dicker wegen Zucker, weil es überall, also ja, weil dieses Zuckerzeug einfach erhältlich ist und halt natürlich süchtig macht. Und dann gibt es ganz viele Menschen, eher Männer, die Alkohol trinken und viel rauchen. Ja, und dann viel Stress, viel Luftverschmutzung, einfach sonst nicht so viel Sicherheit. Also ich glaube halt so in vielen, ich bin halt eher in ärmeren Ländern dann unterwegs. Ja, die essen zwar vielleicht eher gesünder und lokal, aber viel ist natürlich Reis und Weißmehl, was dann auch nicht gesund ist. Ja, ich finde das immer ganz schwer, so ein einheitliches Bild zu machen, weil es einfach unterschiedliche Thematiken und Probleme dann auch gibt. Ich wollte ja danach jetzt noch mein Abendessen kochen. Und jetzt dieses Fettthema, ich wollte mir eine schöne frische Tomatensauce machen, die köchelt auch schon vor sich hin. Und ja, jetzt ich werde es gleich noch machen, aber die Frage, die ich mir stelle, wenn man jetzt eine Umstellung haben möchte, und du hast es ja sehr rigoros gemacht, also so wie ich das wahrnehme, und du bist auch rigoros. Also wenn wir zusammen unterwegs waren mit der Natascha, überlegt sie natürlich ganz genau, wo sie ist und was sie ist. Und sie identifiziert dann auch die Küche. Also das ist dann sehr wichtig für sie. Und damals, das ist jetzt auch schon wieder 2 Jahre her, war das für mich teilweise noch so ein bisschen anstrengend. Ja, so im Sinne von, ja, hier kann ich nicht essen, das ist hier nicht richtig und, und. Und mittlerweile denke ich ganz genauso, aber es war für mich auch wie ein Prozess, um zu verstehen, dass es eigentlich sehr wichtig ist, zu wissen, wo die Sachen herkommen. Wie hast du diesen Prozess gemacht? Wie war der bei dir? Oder wie rätst du ihn Menschen, die jetzt sagen, okay, ich möchte da jetzt was ändern? Also grundsätzlich ist wichtig, dass man auf sich hört und seinen eigenen Weg geht. Und bei mir war einfach so die Entscheidung, also wenn etwas nicht mit meinen Werten übereinstimmt, dann bin ich ziemlich krass meistens. Also dann ist, ich habe innerhalb von 10 Sekunden gewusst, ich bin jetzt vegan und ich wusste nicht wie. Das mit dem bewussten Essen, das war tatsächlich ein Prozess, den kann ich gar nicht so beschreiben, weil durch die vegane Ernährung habe ich allgemein weniger Müll zu mir genommen. Und ich habe das Gefühl, dass mich das dann wie weniger zugemüllt hat. Und dass ich dann einfach, dass sich mein Bewusstsein geöffnet hat, weil es konnte. Und dann immer, wenn ich was höre, dann versuche ich das einfach zu integrieren. Und mittlerweile weiß ich einfach, wenn ich eine Tüte Chips anschaue, dann, ich weiß ganz genau, wie ich mich dann morgen fühle. Dann kommen hier Pickel und die Haut ist so fettig und mein Magen ist mir eigentlich halb schlecht und der Stuhlgang ist auch komisch und dann denke ich so, nee. Und das geht dann innerhalb von 2 Sekunden ab und dann muss ich gar keine Chips mehr haben. Oder dann frage ich mich, okay, warte, was ist das? Vielleicht ist das Salz. Okay, ich trinke mal und vielleicht koche ich was und mache ein bisschen mehr Salz rein. Oder ja, das ist so, das kam einfach durch die ganze Bewusstseinserweiterung, durch die Arbeit an mir. Ich möchte mich nicht mehr zumüllen. Und ja, ich könnte Ausnahmen machen. Aber jede Ausnahme ist ja dann für jemand anderen meistens und ein Übergehen an mir selber. Und ich habe da einfach in den letzten Jahren so viel an mir gearbeitet, so viel Klarheit und Selbstliebe aufgebaut, dass ich einfach mittlerweile sage, nein, Punkt. Und ich muss mich auch nicht rechtfertigen, weil ich bin die wichtigste Person in meinem Leben und jeder Mensch ist die wichtigste Person in seinem oder ihrem Leben.
Und ich glaube, da dürfen wir auch allgemein mehr hinkommen. Na, wow, super schöner Satz. Ich hatte gestern 5 Klienten und das war immer mein Satz. Ja, mein Satz war, es muss dein richtig sein. Es muss nicht mein richtig sein und es muss auch nicht das richtig sein für deine Eltern, für deinen Freund, für deine Freunde, für deinen Geschäftsführer, sondern es muss dein richtig sein. Und darum geht's, glaube ich, in dieser Welt. Hier ist von Elsbeth noch eine Frage gekommen. Weißt du, ob wir Avocado auch im Krini, ob wir das hinkriegen könnten? Puh. Ich glaube nicht, weil das ja, wobei ist ein Baum, aber der wird, glaube ich, nicht so. Ich weiß gar nicht, wie dick der ist, wenn der fertig ist. Wisst ihr was, wir probieren es einfach. Ich meine, es gibt Good News, die werdet ihr morgen hören, aber ihr könnt euch vorbereiten, dass es jetzt langsam losgeht. Und ich hoffe, ich habe jetzt noch nicht zu viel verraten. Sonst kriege ich nämlich auf die Finger, weil wir müssen die Kommunikation jetzt sauber kriegen. Ich glaube, wenn wir die Krinis haben, dann werden wir einfach wirklich mal alles ausprobieren, was wir uns vorstellen können und dann einfach mal schauen, was wirklich dabei rauskommt. Weil ich glaube, wir können wahrscheinlich wesentlich mehr machen. Ich habe gerade eine Freundin, die kauft jetzt ein Unternehmen im Thema Weizengras und Gerstengras. Und da habe ich auch nachgefragt und das würde beispielsweise auch gehen. Also ich glaube, wir haben da noch ganz, ganz viel Spielraum und das wäre ja cool. Also wir schauen es einfach. Simone, lass es uns einfach ausprobieren. Der ein oder andere probiert es aus und dann werden wir sehen, was dann passiert. Vielleicht haben wir ja auch Wunder. Der Markus fragt, du hast die Nährstoffe der Erde angesprochen. Können die Krini Nährstoffe, oh, jetzt habe ich es weg, können die Krini Nährstoffe die Mineralien in guter Erde ersetzen? Ja, ich denke, hängt es bei mir? Natascha? Ah ja, seht ihr mich? Ah ja, ich glaube, Tatjana. Ich weiß es nicht. Kann bei beiden sein. Jetzt höre ich halt dich. Okay. Also die Frage ist halt, was gute Erde ist. Woher kommt die gute Erde oder mit was ist die dann zugesetzt? Weil, ja, also ich kenne mich da jetzt auch nicht mega aus im Erde-Thema, aber die Erde kommt ja meistens von irgendwo und unsere Böden sind ja eben nicht mehr so voller Nährstoffe. Deshalb glaube ich, dass die Greenie-Nährstoffe, weil die sind ja abgestimmt, die sind ja speziell dafür entwickelt oder werden mit dem Wasser den Lebensmitteln zugesetzt. Also das ist jetzt keine wissenschaftliche Antwort, aber ich denke, das ist ja besser als gute Erde. Wir haben am Wochenende da noch als Team extrem philosophiert drüber. Wir haben ja dadurch, dass das Wasser hexagonal ist und dadurch, dass es ja zellverfügbar ist, ist das natürlich auch für die Pflanze zellverfügbar. Das heißt, die Pflanze kriegt das in jedes kleinste Papillar kommt das Wasser rein und das Wasser transportiert ja dann die Nährstoffe. Also da, das scheint einen Zusammenhang zu haben. Und was wir auch diskutiert haben, aber das ist jetzt auch nicht wissenschaftlich und das ist auch nicht fundiert, aber das sagt jetzt unsere Logik einfach, dass wenn CO2 ja Pflanzennahrung ist und unser Krini Air ja all diese Viren, Bakterien und so weiter umwandelt, dann bekommt auch darüber die Pflanze nochmal zusätzliche Nahrung. Das heißt, wir haben das Bestmöglichste, was die Pflanze kriegen kann. Ja, wir haben diese Nährstoffe, die wirklich bis in jede feinste Zelle geht. Wir haben sehr, sehr gutes Urwasser, mit dem wir da arbeiten, was die Basis, wie soll ich sagen, Zutat der Pflanze ist. Ich meine, die meisten Pflanzen sind aus 70, 80, 90% Wasser. Also das kommt da sicherlich alles mit rein. Aber auch da werden wir ganz bestimmt in den nächsten Wochen mehr erfahren. So, es geht weiter. Der Tobias hat eine Frage. Du hast gesagt, du verzichtest auf Salz, wo es geht. Ich habe genau eine andere Erfahrung und merke, wie gutes Salz mich mit Mineralien versorgt. Wie stehst du dazu? Ja, das ist eben das Ding, weil ich ja auf Reisen bin. Ich habe immer ein bisschen Himalaya-Salz oder so dabei.
Ja, aber meistens gibt es eben dann einfach so das Standardsalz nach Mitfluorid oder so. Und deshalb habe ich einfach angefangen, wirklich kein, oder nicht kein, aber sehr wenig Salz zu essen. Und ich merke es auch, wenn ich auswärts esse in einem normalen Restaurant, wo sie nicht so auf die Gesundheit achten oder auf die Produkte, dann fühle ich mich nachher wie ausgetrocknet. Und ja, also ich bin mir sicher, dass es einen Unterschied macht, was für Salz man zu sich nimmt, aber auch die Menge. Und das Ding ist halt, in der Schweiz ist eine Prise Salz so ein bisschen. Im Iran ist eine Prise Salz so. Und das kommt halt einfach wirklich so ein bisschen auf die Menge darauf an. Und wenn es ein bisschen eine Schweizer Prise Salz hat, das ist auch, wenn ich mal, also wenn ich Salz reinmache, ich mache das auch ganz intuitiv, dann, ja, dann ist ein bisschen Salz. Aber wenn es ein mineralhaltiges Salz ist, dann ist das sicher ein Unterschied zu einem ja, billigen Salz. Genau. Dankeschön. So, wir haben die Gabi. Kann ich meine vorgezogenen Pflänzchen in den Grini integrieren? Ja, das kannst du. So, dann die Johanna. Das hexagonale Wasser macht es aus. Die reine Information reicht. Schaut euch die langen Wurzeln an. Übrigens, das ist noch ganz spannend. Unsere Botaniker in Mallorca und auch der Simon in Nattheim, die essen die Wurzeln. Ja, also wenn die Wurzeln sehr, sehr lang sind, dann beißen die einfach ab und essen sie. Und was ganz interessant ist, der Usman hat, glaube ich, über 20 Kilo abgenommen, seit er sich nur noch vom Krimi ernährt. Also das ist, ich versuche den Usman, der ist ein bisschen scheu, aber ich versuche den auch mal in eine Masterclass zu bekommen, weil er hat ein umwerfendes Wissen im Botanischen und er hat so eine ganz schöne Liebe in Pflanzen. Also der spricht mit den Pflanzen und ja, als er aus dem Urlaub zurückkam, in der Minute war ich gerade da und dann hat er die Krinis umarmt und das ist einfach so herzerfrischend, wenn jemand so eine Verbindung zu sowas aufbaut. So, dann, was haben wir hier? Diana sagt, wir haben generell zu viel Salz in der Nahrung und Pflanzen haben ausreichend Salz in sich. Ja, das ist ja auch zu viel Salz. Das ist ja wie mit dem Zucker. Wenn man, also es braucht wie immer mehr. Und, okay, sorry, ich weiß nicht, wie laut ist das bei dir? Ja. Die Isolation ist in meisten Ländern nicht so wie in der Schweiz. genau. Es macht den Körper dann wie süchtig, der braucht immer mehr. Und ja, eben, ich glaube, das ist auch einfach, man darf wieder ein bisschen zurückschrauben, so meistens. Und auch Leute, die zu hohen Blutdruck haben. Und dann ist halt das Problem, weil dann weiß man, dass man weniger Salz essen soll, aber dann schmeckt ja das Essen nicht und dann denkt man, Also, ja, und meistens eben, weil das Wissen fehlt. Weil wenn man es weiß, dann weiß man ja auch ein bisschen, wo man schrauben kann oder wie, oder dass es vielleicht in einer Woche dann schon anders ausschauen kann. Ja. Habt ihr sonst noch Fragen an die Natascha? Hast du noch ein paar Abschlussworte für uns, Natascha? Was ist so dein Anliegen? Warum tust du, was du tust? Oh, mir ist einfach wichtig, dass die Menschen auf sich hören lernen und sich wirklich eben, dass jeder erkennt, dass die wichtigste Person die Person ist, die man morgens im Spiegel sieht. Und dass wir einfach immer mehr unsere Wahrheit sprechen, uns fühlen. Und fühlen ist einfach key. Ich habe nie gefühlt und seit ein paar Jahren weiß ich, was Fühlen ist und übers Fühlen geht alles. Und alles, was sich nicht gut anfühlt. Und das ist egal, ob 100.000 Menschen sagen, du liegst falsch. Nein, wenn es für mich sich nicht richtig anfühlt, dann ist es für mich nicht richtig. Punkt. Und ich habe früher alles im Kopf entschieden, alles, weil ich das im System so gelernt habe. Und seit ich gelernt habe, auf meine Intuition, auf mein Herz zu hören, auf meinen Körper zu hören. Das Leben ist wie, ich habe es gestern in einem Post geschrieben, ich hatte Geburtstag und habe einen Post gemacht, wofür ich mich feiere. Und ich feiere mich dafür, dass ich aus Scheiße Lebendigkeit gemacht habe. Und genau so ist es. Mein Leben war ein großes Stück Scheiße.
Also Deutsch darf man ja auch sagen. Ne? Sorry, ich bin immer ein bisschen direkt. Wir brauchen die Worte ja eh. Ja, und irgendwann dadurch Gesichter lernen, lesen lernen und Hypnose, da kam wirklich so ein riesen Stein ins Rollen. Und heute, eine Freundin hat mir gesagt, boah krass, du bist so klar. Und ja, das triggert die Menschen. So ja, aber jedes Mal, wenn ich getriggert bin, dann weiß ich doch, wo ich bei mir noch hinschauen darf, wo ich anscheinend nicht allein handle, wo ich nicht lebe, wie ich will. Und ja, wir sind alle im System groß geworden und die haben uns was anderes erzählt, aber wir haben alle einen Zugang zu unseren Gefühlen und unserem Herzen. Und ob das beim Essen ist, ob das bei bewussten Konversationen ist, ob das bei einfach alles, alles spielt irgendwo rein. Alles, was wir tun, jedes Wort, jeder Gedanke, jeder Akt. Ja. Frage. Nein, ich wollte ein paar Abschiedsworte und die waren wunderschön. Vielen, vielen Dank. Wir haben uns im Vorfeld überlegt, die Natascha und ich, dass das sehr spannend wäre, wenn wir mal vielleicht noch den einen oder anderen dazu holen. Menschen, die einfach ganz krass ihr Leben aufgeräumt haben und die einfach alles verändert haben von einer Minute zur anderen und die jetzt heute ihre Träume leben, beziehungsweise überhaupt mal identifiziert haben, was ihre Träume sind. Und da werden wir auch mal eine Masterclass zu machen, weil es ist einfacher, als man denkt, diese ersten Schritte zu machen. Und auch wenn das im ersten Step unheimlich wehtut, etwas Altes hinter sich zu lassen oder loszulassen, so ist es doch total spannend, wenn man es dann tut und man wird immer belohnt. Also wenn man auf sein Herz hört oder wenn man diesen Weg geht, dann gibt es immer Belohnung, immer. Und das ist einfach absolut großartig und faszinierend. Ja, liebe Natascha, ihr seht hier Nataschas Daten, wenn ihr Lust habt, ihr zu folgen, mit ihr in Kontakt zu kommen, vielleicht auch mal ein Coaching zu machen, dann fühlt euch frei, sie einfach anzusprechen. Ich bedanke mich, Natascha, für deine Zeit, ganz, ganz lieb. Vielen, vielen Dank, dass du das heute Abend mit uns gemacht hast. Und ich habe auch gesagt, ich möchte gerne ein Expertenteam aufbauen, die man dann wirklich eine Art Sprechstunde, dass man alle Fragen stellen kann, weil ich glaube, wir werden nur erfolgreich sein, wenn wir verstehen, dass wir nicht nur ein Produkt verkaufen, sondern dass wir ein Lebenskonzept verkaufen. Und wenn wir das verstehen und auch dieses ganze Know-how vermitteln können, dann sind wir absolut einzig. Ich meine, wir sind eh schon einzigartig, aber dann werden wir uns von allen unterscheiden, die einfach nur ein Produkt verkaufen, weil es geht hier nicht um ein Produkt. Es geht hier um eine Lebensveränderung, eine Wahrnehmung, eine Wahrnehmungsverschiebung und so weiter. Ja, in diesem Sinne danke ich euch, dass ihr dabei wart. Und ich freue mich auf nächste Woche und wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Und morgen Abend News Call gucken, ganz wichtig, weil es gibt ganz viel Tolles, was der morgen zu verkünden hat. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Masterclassen wieder. Ciao, macht's gut. Ciao. Danke. Ciao.